Führen einer Gaspistole zur Selbstverteidigung. Sprechen wir erstmal über den Einsatzzweck von Schreckschusswaffen. Die meisten vermutlich zum Gebrauch für Silvester. Manche, so wie ich, sehen es als Sammlerobjekte. Und dann gibt es auch noch die Leute, die sich eine Gaspistole nur für die Selbstverteidigung anschaffen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Munitionssorten für Selbstverteidigung, natürlich geltend für Revolver, für Selbstladepistolen in allen gängigen Schreckschusskalibern. Es gibt die grüne Munition, in diesem Fall sowas wie hier unsere 9mm Knall mit einer grünen Kappe. Dann gibt es gelbe, das sind Reizgas, CN und CS. Allerdings haben die den Nachteil, dass sie eine relativ geringe Wirkung gegenüber Tieren und berauschten Personen, also Personen unter Drogeneinfluss, haben. Dann gibt es noch die rot-braun, beziehungsweise also die roten Kartuschen, das sind Pfeffer. Und Pfeffer hat wohl die größte Wirkung bezüglich, ja, Personen, Tieren. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn man gemischt geladene Magazine hat. Also da würde ich dann, wenn, dann empfehlen, die ersten 1 bis 2 Schuss Knallmunition zu verwenden und danach CN, CS oder Pfeffermunition abwechselnd zu laden. Man kann auch dazwischen diese sogenannte Superflash-Munition mischen. Die erzeugt ein besonders helles Mündungsfeuer und wirkt halt dadurch zusätzlich abschreckend. Genau darum geht es, um die Wirkung einer Schreckschusswaffe. Es geht darum, es gibt keine Schädigung durch Projektile, sondern das Ziel ist die reine Abschreckung. Dein Gegner sieht dich so quasi nicht genau, was du machst. Du ziehst blitzschnell die Waffe, hältst sie einfach die Nase, drückst ab, bam, und rennst einfach. Ja. Im besten Fall ist das Ergebnis ein Zeitgewinn und genau das sollte man nutzen, indem man dann einfach schnell abhaut. Genau dafür ist die Schreckschusswaffe meiner Meinung nach da. Es läuft einfach nur darauf hinaus. Gegner verwirren und die Zeit nutzen, Fersengeld zu geben. Das Teil ist absolut keine Offensivwaffe, es ist rein defensiv. Natürlich gibt es auch ein paar Schattenseiten, Risikofaktoren. Natürlich permanente Gefahr einer Eskalation. Wenn ihr mit einer Waffe vor eurem Gegner rumfuchtelt, könnt ihr euch ja ausmalen. Es könnte durchaus sein, dass er rennt, was natürlich die wahrscheinlichste Version ist. Es könnte aber auch durchaus sein, dass er bleibt und dass er ebenfalls bewaffnet ist. Und möglicherweise ist das dann keine Schreckschusswaffe und ihr fresst Blei. Also das ist natürlich dann auch nicht schön. Deswegen, man sollte den Einsatz einer Schreckschusswaffe abwägen. Und zwar schon im Vorfeld, dass man sich im Ernstfall nicht noch Gedanken drum machen muss, weil dann kann es einfach schon zu spät sein. Für euch ist die elementare Frage, wollt ihr zur Selbstverteidigung eine Schreckschusswaffe, Gaspistole führen oder nicht? Ich persönlich würde ein starkes Pfefferspray oder Pfeffergel empfehlen. Ja. Eine Schreckschusswaffe birgt meiner Meinung nach viel zu viele Gefahren. Aber das bleibt jedem sich selbst überlassen. Es gibt unbestreitbar eine gute Wirkung von Schreckschusswaffen, auch die Munition ist effektiv, aber einfach durch die mögliche Eskalation ist es mir etwas zu heikel. Außerdem muss man auch beachten, wenn ihr Waffen führen wollt, ja, zur Selbstverteidigung, dann macht euch mit dem guten Stück auch bitte vertraut, damit ihr eine Schreckschusswaffe auch führen könnt im Fall der Fälle. Das wäre eigentlich das Allerwichtigste. Dann geht es natürlich darum, wenn ihr sie führen wollt, habt ihr einen vernünftigen Holster dafür, wie ihr jetzt gerade eben gesehen habt. Das ist aber eigentlich der falsche Holster, weil das ist eigentlich ein Hüft, also beziehungsweise ein Oberschenkelholster.
zum unauffälligen Tragen nicht geeignet. Aber es gibt natürlich schöne Holster für zum Reinstecken in die Schulter oder beziehungsweise bei der Achselhöhle. Oder es gibt auch kleine unauffällige Holster für den Gürtel. Manche sind sogar innenliegend, also die man dann innerhalb des Hosenbundes trägt, habe ich auch schon gesehen. Man möchte natürlich vermeiden, dass die Öffentlichkeit am Rad dreht und ihr zum Schluss das SEK vor eurer Nase habt und die euch doch ganz dezent auffordern, euch auf dem Boden breit zu machen, alle Viere von euch gestreckt und doch denen bitte die Waffe aushändigt. Brauchen wir nicht. Geeignete Waffentypen. Ja, ist natürlich die Frage. Also ich habe jetzt eigentlich nur hier Selbstladepistolen. Wenn schon Schreckschuss, eine zuverlässige Selbstladepistole mit Features wie, ja, eigentlich sie eine RG96 hat. Schnell zu ladendes Magazin, idiotensichere Bedienung, saubere Sicherung mit Entspannfunktion und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn schon, denn schon, eine Sicherheitsrast. Seht ihr hier, einfach wenn die Waffe hinfallen sollte, dass sich kein Schuss löst. Leider verfügen nicht alle Automatikpistolen über diese Features und leider Gottes ist die RG96 auch ein ziemlich klobiger Brocken. Es hat sich auch von der neuen zur alten Fabrikation leider nicht geändert. Die Waffe ist perfekt, aber einfach möglicherweise für die Selbstverteidigung zu groß. Wer es aber tun möchte, ja, der soll das mit der RG96 auch jederzeit machen, denn die Waffe ist absolut genial, also da kann man nichts sagen. Eher zu empfehlen wäre einfach eine kleine Waffe wie eine Record Cop. Müsste ich jetzt hier zur Selbstverteidigung eine von meinen Waffen wählen, es wäre wohl die Walther P22Q. Die Waffe hat folgenden Vorteil: Sie liegt toll in der Hand, sie ist relativ leicht, sie ist klein und kompakt, ist sehr zuverlässig. Hat auch kleine Features wie eben den manuellen Schlittenfanghebel. Sie hat eine Flügelsicherung, leider keine Entspannfunktion und auch leider keine Sicherheitsrast. Also wenn, dann müsste man sich's angewöhnen, dass man die Waffe durchlädt. Also so quasi eben dann die Kartusche einführt und dann die Waffe, ja, entspannt gesichert trägt und wenn man schon in einer Gefahrsituation ist, das Ding zieht und während dem Ziehen entsichert und dann im Double-Action-Modus dem Kerl eine verbrät. Ist nicht optimal. Am besten wäre natürlich eine Waffe, die wo direkt in Sicherheitsrast ist, die wo man dann einfach schon entsichert führen kann, dass man nur noch abdrücken muss. Aber man kann nicht alles haben. Deswegen empfehle ich zur Selbstverteidigung einfach einen kleinen Revolver, wie jetzt beispielsweise einen HW37. Das wäre wohl das Vernünftigste. Natürlich kann man das mit Waffen ebenfalls machen, wie jetzt hier mit der Zuraki. Große Magazinkapazität, natürlich auch eine Sicherheitsrast für den Hammer, wie man schön sehen kann. Klack, schon ist die Sicherheitsrast deaktiviert. Aber es gibt halt dann doch ein paar Risikofaktoren. Es geht schon schneller mit einem Revolver und der Revolver ist in der Gefahrensituation, denke ich, intuitiver bzw. ja, sicherer zu gebrauchen. Eine Selbstladepistole kann auch überall hängen bleiben und so weiter und so fort und das ist einfach recht schwer und so ein kleiner Revolver, das ist bloß so ein kleines Dingchen hier, ist wohl dafür am geschicktesten. Natürlich, wenn man die Waffe zur Selbstverteidigung braucht, dann sollte man sich einer Sache bewusst sein. Wenn er sie mitnimmt und ihr habt eine Gefahrensituation, zieht das Ding und benutzt es auch. Drohen unbedingt vermeiden. Wenn ihr die Waffe zieht, gebraucht sie bitte auch. Drauf, bum, 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 laufen, laufen. Die Reaktion eures Gegenübers ist nicht absehbar. Rennt er, bleibt er, geht er euch richtig ans Leder mit Waffengewalt. Ich will es nicht rausfinden, ihr wollt es mit Sicherheit auch nicht rausfinden. Daher überlegt euch gut, ob ihr zur Selbstverteidigung Schreckschusswaffen führen möchtet oder nicht.
Ich persönlich werde es bleiben lassen, aber wenn ich es müsste oder wenn ich es doch mal sollte, eine kleine, kompakte, unauffällig zu tragende Waffe, abwechselnd geladen mit effektiver Abwehrmunition, damit macht man dann wohl nichts verkehrt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar kleine Infos zur Selbstverteidigung vermitteln. Würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen Videos in meinem Channel auch mal reinguckt. Ciao, ciao!